bisschen ab. Oh, da muss ich erstmal gucken. Da sagst du was. Ah, minus 0. Ist optimal, oder? Ja. Jetzt geht's bergauf. Rodau. Nach Rodau hoch. Okay. Welche Haltestelle hast du? Nächste Haltestelle Rodau. Ne, Bodau. Oder sowas. Okay. Ich hab die Dorfstraße. Wie, du bist du schon fast da, Alter? Bist du schon über den Bahnübergang drüber, ne? Ups! Das war leicht zu schnell. So. Bodau, genau. So heißt die Haltestelle. Also ich hab jetzt hier, was haben wir denn hier alles? Dorfstraße, Radefeld-Friedhof, Radefeld-Gartenstraße, Gerbesdorf. Ich muss mal eben gucken. Ich stehe jetzt hier an Brodau. Ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Haltestellen. Und dann bin ich am Flugplatz. Okay. Scheint auch eine relativ... Hast du schon hochgefahren? Nö, ich stehe jetzt gerade an Brodau. Okay. Am Friedhof bist du schon vorbei, ne? Friedhof bin ich schon durch, ja. Hattest du oben schon die Schule? Brodau Werner Heisenberg Gymnasium. Brodau Werner Heisenberg Gymnasium. Aha, guck mal einer an. Dann weiß ich, wo du gerade bist. Ich bin jetzt gerade am Friedhof. Will jemand aussteigen? Ja, will jemand. Naja. Fahren wir also ein bisschen. Wie gesagt, von mir aus könnte da gerne auch ein KI-Bus durch die Gegend fahren. Könnte. Aber ich habe ja nur meinen Ort umgenannt und das reicht ja schon aus, dass hier nichts mehr funktioniert, ne? Also ich meine, ich bin ja nicht irgendwie geistig zurück, ne? Aber ich habe selber ausprobiert, da mal den Lion City fahren zu lassen. Zulassverletzung. Für mich klingt es ja logisch, wenn man alle Einträge richtig dort macht. Das heißt, das gleiche nur mit einem anderen Bus und zum Beispiel ein anderes Repaint. Dorfkirche. No chance. Nö, geht einfach nicht. Und ich meine, eine Tageskarte bitte. Mehr als richtig kann man da nicht machen. Nee, eigentlich nicht, ne? Also ich kenne mich ja auch mit ein bisschen mit der Umsi-Skripterei aus, ne? Wie gesagt, sonst hätte ich in dem Bus, den ich jetzt gerade fahre, ja auch so nie hingekriegt, ne? Aber das übersteigt dann doch irgendwo mein Denken, ne? Ja. Ja, liebe Leute, ich fahre ein bisschen zu schnell um die Kurven. Ich weiß es selber. Legt mich jetzt am Arsch, ey. Wenn ihr nicht. Wenn euch das nicht passt, dann könnt ihr auch steil zur Faust gehen. Richtig. Was habe ich denn jetzt? Wo muss ich denn jetzt hin? Verdammte Scheiße. Wo muss ich hin? Lisine 516. Also muss ich jetzt dann doch wieder hier rein. Oh, die Kurbelei hier ständig, ne? Ihr könnt auch stehen bleiben. Ich halte sowieso an. Guten Tag. Also mich blendet ja gerade ein bisschen die Sonne hier in Omsi. Ne, ich hab schon ein bisschen dunkler, glaube ich. Ich hab jetzt aber auch keinen Bock nach oben zu glotzen und das Rollo runterzureißen. Also vom Fahrplan her muss ich ja ganz ehrlich sagen, ist der ja eigentlich gar nicht so übel, ne? Also Fahrplan ist in Ordnung, ne? Ja. Der ist jetzt nicht zu locker. Ich hab jetzt plus 0,1. Wo muss ich denn jetzt hinfahren? Oh, Manfred ist da, ich muss den Bus absenken. Wo muss ich denn jetzt hinfahren? Sonst kommt er nicht rein. Aha, da muss ich lang. Ja, auf zu hupen. Und du bleibst jetzt stehen da. Ja, wir sind heute Michael Schumacher und der brennt mir natürlich voll in der Karre rein hier. Also KI-Verkehr technisch ist natürlich auch wieder alles scheiße hier. Ja, KI, ne? Du weißt doch. Bin ich jetzt bei der Delitzsch Hauptwache? Da müsste ich eigentlich jetzt sein, ne? Ne, bin ich erstmal im Kreiskrankenhaus. Wieso? Ich fahre doch gar nicht beim Kreiskrankenhaus vorbei! Haben wir die Station überlassen? Hast du dich verfahren? Nö, laut Dingens bin ich richtig.
Hallo. 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 Hauptwache. Keine Ahnung. Eine Fahrkarte. Jo, bitteschön. Kriegst du natürlich deine normale Fahrkarte hier, ne? Zack. Zack. Bitteschön. Eine Tageskarte. Oh, Manfred bestellt eine Tageskarte. Geht's noch kleiner, oh, du Arschloch? Geht's vielleicht noch kleiner? Warum hat er dir wieder Münzen her? Ja. Jetzt mal ganz logisch gedacht. Wie soll ich da jetzt so rumkommen? Komm, ich bin jetzt schon auf dem Bürgersteig. Und du... Ey, du hast doch genug Platz. Ich habe gleich die Hecke im Bus. Ja, da muss ich zurückfahren. 30er Zone. Du wartest da mit deinem Scheiß, Manta. Was, du weißt ja schon, Freddy, was ich von 30er Zone halte. Nämlich hier gar nichts, ne? Ich meine, mich kotzt das gerade übelst an. Der Manta hinter mir, der fährt nicht zurück. In ETS ist mir aufgefallen, da fahren die Autos sogar zurück, ne? Da fahren die zurück, ja. Also er ist von der ETS, also ETS, muss man ganz ehrlich sagen, ist schon ein bisschen besser umgesetzt, ne? Oh, da liegt dein Geld auf dem Schein. Was willst du haben? 2,70? Und dann zahlst du mit einem 10er? Junge! Haben die mir ein bisschen viel rausgegeben. Komm, jetzt komm, fahr da rum. Ach, geht mir das auf den Sack, ey. Ich komm da nicht rum. Auch nicht mit ausholen. Das kannst du knicken. So, jetzt laut Plan, also laut Hilfspfeil, muss ich jetzt hier abbiegen. Warum fährt denn jetzt keiner? Soll nicht scheiße. Oh, weiße Autos. Weiße Autos. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin jetzt knapp 10 Meter zurückgefahren. Er steht dort immer noch, aber er fährt einfach nicht. Er fährt nicht, ist ihm egal. Aber ich mache das jetzt anders. Ich fahre jetzt hinten rum und nimm dann die Haltestelle mit. Jo, einmal noch. Genau. Einmal normal, so zack. Fettschein. Okay, weißt du, was ich jetzt mache? Was denn? Anstatt jetzt rechts zu fahren, fahre ich geradeaus, nehme Umweg und biege dann links ab. Ja, warum denn nicht, ne? Wenn wenn er das nicht so haben will, der Kartenerbauer, ne? Also, weiß ich nicht. Da sollte sie vielleicht noch ein bisschen drauf achten. Das KI-Fahrzeug wollte einfach nicht fahren. Ich bin extra zur Seite gefahren, Alter. Damit der da rausfährt, damit ich da rumkomme, aber... Alter, was ich jetzt gesehen habe, das hast du in deinem Leben noch nie gesehen. KI-Fahrzeug dreht sich um 90 Grad am Stand. Wie geht das denn? Die Spline ist so wahrscheinlich so etwas bescheiden gelegt, ne? Okay. Ich weiß nicht, ich habe die Karte ja nicht erbaut. Um Jagd. Also ganz ehrlich, ich habe normalerweise nichts gegen den Erbauer von der Karte, ne? Ich kenne ihn ja auch so ein bisschen vom Teamspeak und von der RVB und so her, ne? Aber diese kackenfreche Antwort im Omsi-Forum heute, die reicht mir. Ey. Ich habe mich gerade verfahren. Du hast dich verfahren? Ja. Und zwar bin ich ja jetzt aus der anderen Richtung gekommen. Und, ich muss hier mal eben drehen, ne? Ja, ich muss jetzt wieder auf 60 abbremsen, weil ich nämlich stehende Fahrgäste habe, obwohl in der 80er-Zone. Wie war das? Drehen in zwei Zügen, ja, ne? So. So, Alter, wie soll ich denn da jetzt um die Kurve kommen? Ja, fahr doch noch ein bisschen dichter an meinen Bus ran. Bist ja... Ja, zack, ist mir in den Bus reingefahren, der Penner. Ja, wusste ich. Ist bei mir auch vorhin passiert. Ach, ist das schön. Habe ich jetzt schon Endstation? Nee, ne? Doch, ich habe schon Endstation. Ich bin schon am Flugplatz. Ach, kannst du knicken? Ich bin noch längst nicht da. Ich habe mittlerweile schon 3,7 Minuten Verspätung. Ich habe jetzt 27 Minuten Verfrühung, dann geht es erst weiter. Aber ich bin mir ganz ehrlich, da muss ich ganz ehrlich so sagen, also ich habe, wie gesagt, nichts gegen den Erbauer von der Karte. Ne? Nochmals, um das nochmal so zu sagen. Ne? Den LVB-Fan habe ich nichts dagegen. Ne? Aber die kackendreiste Antwort dort im Omsi-Forum, die hat mir tatsächlich aber so richtig den Riss gegeben. Ne? Dann schreibt er doch so einfach, du hast doch nicht so einen Rumpfuschen in der Eilis.
Jetzt mal, Leute, was soll ich denn machen? Ich hab nur mal den O405er in einem anderen Verzeichnis, wie es eigentlich standardmäßig der Fall ist. Ganz einfach deswegen, weil immer die Meldung kam von wegen Arbeitsspeicher. Der Arbeitsspeicher war voll. Und wenn man den Verzeichnisnamen einfach ein A davor stellt, dann lädt er den als erster. Ja? Und alles, was danach kommt, ist sowieso egal. Ne? So. Ach, halt die Fresse da hinten. Du kannst da laufen, du blöde Kuh. Aber das hier hat mir ganz ehrlich den Rest gegeben und es wird diesbezüglich von Glycin, zumindest auf meinem Kanal, kein weiteres Video mehr geben. Ich habe mich heute, ich musste sogar Fredde noch überreden, ob er mit mir die Linie 765 nur fährt. Also. Ich habe eine Zugriffsverletzung, ne? Ach was, echt? Hast du jetzt eine Zugriffsverletzung? Ich habe eine Zugriffsverletzung und zwar kann ich mir das dadurch vorstellen, weil jetzt gerade der O405N2 laden wollte. Du, das könnte möglich sein. Ja. Okay, ich muss das Spiel gleich über dem Taskmanager beenden. Hoffentlich kriege ich die Aufnahme noch beendet. Ja, dann drück jetzt lieber Steuerung 9. Ich habe keine Steuerung 9. Also hier oder einfach F9 zum Stoppen. Nö. Wie wäre es dann einfach mit einer obligatorischen Abmoderation? Die mache ich jetzt ja auch in dem Sinne, Leute. Ja, ich pfeife jetzt einfach mal drauf, hier den Motor auszumachen und so weiter und so fort. Freddy kriegt eine Zugriffsverletzung. Wenn ich an der EI-List für den Gegenverkehr einen Bus reinlade, ja, also zumindest hier den offiziellen Pfad eingebe, dann ist alles scheiße. Und wenn man das im OMSI-Forum publiziert und dann sagt ja von wegen hier, das funktioniert nicht, da ist irgendwo noch ein Fehler, dann hört man nur, ja, Lasse hat sich so viel Mühe gegeben für eine AI-Liste, da hast du auch gar nichts drin rumzupfuschen. Was heißt denn viel Mühe geben? Die AI-Liste, das sind 20 Zeilen, die du dort reintippst. Da ist definiert, welche scheiß Wagennummer, da ist definiert, welcher Bus, beziehungsweise aus welchem Verzeichnis der die Busdatei laden soll und das Repaint, das war's. Das ist einfach nur eine Definition, welcher Bus auf welcher Linie fahren soll. Und mehr ist es einfach nicht. Und das soll schwer sein. So, und also das persönliche Fazit, Freddy, von der Karte jetzt, Glycin 2.1. Also ich finde Glycin vom Straßenverlauf her, finde ich ja ziemlich geil, weil ich war ja damals auch Beta-Tester. Ich ja auch, aber, von der Version 1. Mit der AI-List finde ich es jetzt zum Beispiel eigentlich ganz cool, wenn man mal so ein bisschen Support geben könnte und sagen würde zum Beispiel, man kann die AI-List auch an den und den Bus anpassen. Ich meine, wie gesagt, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, wollte es ausprobieren, es funktioniert nicht. Wo das Problem, wo der Fehler dran liegt, keine Ahnung, du kriegst ja direkt eine Zugriffsverletzung. Ja, und das war ja auch das Problem, warum ich heute über anderthalb Stunden Zeit investiert habe, um die Karte erstmal überhaupt ans Laufen zu kriegen, um dann herauszufinden, dass es nur die AI-List ist. Ja. Sobald man darin herumfuscht und die ist geändert, dann funktioniert sie nämlich nicht mehr. So wie man die aber wieder auf Original zurücksetzt, läuft sie. Das muss mir erstmal einer erklären und von daher ist das Fazit von mir jetzt diesbezüglich negativ, muss ich ganz ehrlich sagen, zu der Karte. Positiv muss ich hervorheben, der Streckenverlauf und so weiter und so fort ist richtig, richtig geil. Also auch mit der Bebauung von der Karte her, das gefällt mir richtig gut. Was allerdings richtig scheiße ist und was auch richtig negativ in die Wertung jetzt von mir, meinem persönlichen meine Fazit. Zugriffsverletzung. Genau. Was auch richtig negativ ins Fazit einfließt, ist, dass man eine Zugriffsverletzung kriegt. Das war Punkt 1. Punkt 2 ist, dass man an der AI-List überhaupt nichts machen kann. Also, so, wenn man da irgendwas macht, ist Feierabend. Und von daher, lieber LVB-Fan, der die Karte gemacht hat, ich hoffe, du guckst dir das Video an. Ich hoffe, du nimmst die Kritik aber auch ein bisschen ernst und nicht zu persönlich. Das hat nichts mit deiner Arbeit zu tun, sondern ganz, es geht einfach objektiv um die Karte und wie es aufgebaut ist. Wie gesagt, den abschmetternden Hinweis habe ich ja bereits im OMSI-Forum gelesen. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, in dem Sinne, haut da rein, bleibt da geil. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas Tschüssikowski. Ach so, nochmals. Glycin könnt ihr vergessen, fahre ich nie wieder. Und jetzt darfst, also ich habe damit keine Probleme. Jetzt darf sich Freddy verabschieden. Ich werde sie noch fahren, aber ich habe hier immer noch so eine geile Zugriffsverletzung und oh, diese Sounds, ne? Naja, egal. Ja. Von meiner Seite aus war es das auch und ich versuche jetzt einfach mal, dass ich die Aufnahme beenden kann. Wie gesagt, also sollte sich der Erbauer hier hierzu genötigt fühlen, eventuell einen Kommentar darunter zu schreiben, ist er gerne herzlich willkommen. Wir haben da nichts gegen konstruktive Kritik, was jetzt unsere Meinung zu dieser Karte betrifft. Wie gesagt, nochmal für dich jetzt, hier lieber LVB-Fan,
macht diese scheiß AI-List wieder so, dass man sie bearbeiten kann, sodass auch ein Gegenverkehr läuft. Obligatorische Abmoderation. Und dann haben wir kein Problem. In dem Sinne, Tschüssikowski. Tschüssikowski.